Und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Home Total War 2 mit den Römern. Das stimmt nicht, wir spielen Sparta. Römer ist schon ewig her. So, wir werden das auf jeden Fall spielen, weil wir haben hier wenigstens eine Einheit, die orange ist. Ich weiß halt nicht, ob die Stammeskrieger Wurfsperre haben, weil wenn sie Wurfsperre haben, dann ist es in ein paar Sekunden vorbei. Dann habe ich überhaupt keine Chance. Wenn sie aber keine Wurfsperre haben, dann ist es möglich. Weil wir sowas Widerliches haben wie eine... Pikenphalanx und so. So. Hier. Ah, nicht so laut. Ich mach die beiden nebeneinander. Und die kommen zwischen rein. So. Gut. Die anderen müssen schauen, dass sie hier aufpassen. So. So, ich versuche mal den zu versenken und die da kommen dann irgendwann später hinterher. Geschossplünderer. Das ist, also der kann uns aufhalten. Die anderen, wie gesagt, nur wenn sie Wurfsperre haben. Das werden wir hier jetzt sehen. Warte. Vielleicht. Ja. Ah. Eines unserer Schiffe wird geentert. Unser General wird angegriffen. Dann bist du selber schuld. So. Der hätte es einfach nur rammen müssen, aber... Das ist halt das Problem, wenn der die KI die ganze Zeit sagt, die sollen entern, dann kann es vorkommen, dass die Schiffe, die rammen, einfach stillstehen und dann eben geändert werden. Jetzt bin ich gespannt, ob er nach da kommt oder ob er schön brav dumm hier reingeht. Zu viel Schaden, das ist echt. Aber es sind halt Plänkler, ne? Das ist das Problem. Der macht's halt richtig gut. Ja, okay. Der hat Speerkämpfer. Dann habe ich keine Chance. Schnelles Marschieren! Steinschleuderer! Portana! Schnell vorrücken! Der hat Wurfsperre. Na, ja, super. Spartanische Piken! Periökische Pikeniere!
Ich lasse es jetzt mal gerade, weil er benutzt gerade seine Sperre nicht, was super ist. Aber die stehen gerade ein bisschen dämlich. So, die sollen weiterhin den General angreifen. Angreifen. Das ist ganz gut. Der verliert zum Glück auch ein paar Einheiten durch meine Steinschleuderer. Das gefällt mir nicht, dass er gerade so breit aufgestellt ist. Autsch. Das hat wehgetan. Auf sofort bereit zum Einsatz. Wir erwarten eure Befehle. Spartaner! Männer wanken. Ich erwarte eure Befehle. Periökische Pikiniere. Na? Periökische Kommandant. Pikiniere. Wie ihr befehlt. Steinschleuderer. Jetzt. Zu Befehl! Ja, Kommandant! Unsere Männer fliehen vor der Schlacht! Das ist ein schändlicher Anblick! Piken-Infanterie bereit! Denn das ist echt nervig, dass ein paar Einheiten sich da rumgepackt haben. Wir erwarten eure Befehle zum Einsatz! Haben sich auch jetzt breit aufgestellt. Okay, der General ist geflohen. Das ist super. Aber schaffe ich das jetzt echt noch? Das hätte ich niemals erwartet. Sieht gut aus. Uiuiuiui. Ich gehe jetzt mal zur Seite, weil der da muss ja auch noch besiegt werden. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Schnell und kräftig, Jungs! Gut, das den da haben wir dann schon mal. Okay. Ja, das war überraschend. Aber okay.
super, dass er überhaupt mir die Chance gegeben hat und nur von einer Richtung gekommen ist. Also von zwei Richtungen, ja, wäre ich gestorben. Von einer Richtung bin ich ja schon fast gestorben. Ich nehme das Geld, vielen Dank. Okay, jetzt kommt er hier. Er sagt, ich habe keine Chance. Ich sage, das könnte sein. Veteranenschildträger sind halt richtig gut. Aber wir versuchen es trotzdem. Sparta lässt grüßen. Dann grüßt Sparta mal. So. Natürlich hat er den Hügelvorteil. Aber das ist alles in Ordnung. So. Also, ich könnte auch den Hügelvorteil haben. Und zwar hart. So. Das werde ich auf jeden Fall auch mal in Augenschein nehmen. So. Bitte, ihr stellt euch mal hier hin. Du stellst dich so hin. Du stellst dich so hin. General kommt hinten hin. Ihr drei stellt euch dahin. Ihr drei stellt euch dahin. Die schreien mal von hier oben runter und die Kavallerie versteckt sich hinten. So, und während die langsam auf mich zukommen, werde ich mir mal was zu trinken einschenken. So. Gluck, 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 gluck. Das ist echt lustig. Gestern war ja der Stream, der Realm Total War 2 Stream. Und da habe ich eigentlich krass versagt. Also normalerweise ja, ist es ja relativ easy. Also relativ easy in Anführungsstrichen. Also normalerweise habe ich nicht so große Probleme. Aber beim Stream, alter Schwede, da waren echt heftige Leute dabei. Beziehungsweise heftige Leute. Also da waren heftige Fails dabei von mir. So, er geht jetzt nach da. Das heißt, er will mich hier so angreifen. Das heißt, ich könnte mich auch hier aufstellen. Das macht gerade, glaube ich, mehr Sinn, dass ich mich dann hier so anpasse. Aber dann werde ich mich ein bisschen weiter nach unten stellen, damit die Blänkler auch, also die Fernkämpfer auch gut schießen können. General, bitte hier. Oder General, du kommst hier hin. Du musst ja auch sehen können. So, der wird auf jeden Fall versuchen, mich einzukesseln. Hier sind zwei Kavallerieeinheiten und hier auch. Das Blöde ist, gegen diese Kavallerieeinheiten haben meine Bürgerkavallerie nicht viel zu sagen. Das ist deren Vorteil. Okay, er konzentriert sich auf meine rechte Flanke, das macht mir nicht viel aus. Das kann er ruhig machen. Das kann er ruhig machen. Dann habe ich hier die Möglichkeit, so eine
eine zangige Umklammerung zu machen. Aber ich warte noch ein bisschen. Ich glaube, der General kommt relativ schnell in die Party mit rein. Die Kavallerie kommt jetzt auch rein. Ich will versuchen, die Kavallerie von ihm zu fesseln. Ja, leider kommst du nicht weit, ne? So. Ich könnte mich jetzt auch hierhin zurückziehen mit den Fernkämpfern. Dann kann ich von da aus schön in die Mitte reinpfeffern. So. Die Kavallerie geht mal da weg. Und die Kavallerie geht mal Richtung seinen Plänklern. General, der braucht mal ein bisschen. So, jetzt pfeffern die mal richtig schön da rein. Kavallerie kommt raus. Geht mal hier schön rein. Schneller Nahkampf, Kavallerie. Bereit zum Einsatz. Oder da, einfach. Zu Befehl! Durchbrecht die Linien! Wie ihr Befehl! Macht da! Die beiden können jetzt auch hier hingehen. So. Wieder zurück. So, jetzt habe ich ein Problem. Der ist durchgekommen. Hier habe ich halt das Problem, dass es nur so wenige sind. Befehl verstanden! Ja! Bereit zum Einsatz! Der feindliche General ist tot! Das ist schön. Schnell hier! Krieger bereit! Das ist sehr gut. So. Hier muss ich weiter Druck ausüben. Sonst ist der Vorteil bald verspielt. Sobald mein eigener General stirbt.
Die Schlacht wendet sich zu unseren Gunsten. So, ich muss jetzt alles zu meinem General drüber schicken. Ich hoffe, mein General überlebt. Aber sieht gut aus. Sehr schön. Nein. Eine gesamte Einheit ist umgekommen. Das war jetzt so klar, ne? Dass der sich noch kurz erholt, eine ganze Einheit von mir zerstört und dann weggeht. Meine Güte. So dumm. So, der General muss auch mal ein bisschen leveln. Schauen. Ja, gut. Ist aufgelevelt. Das ist sehr schön. So. Gut. Dann beenden wir das Ganze mal. Knapper Sieg. 860 verloren. Naja, so knapp ist es nicht. Also 860 zu 2000. Ja, geht eigentlich. Also es war knapp, weil die rechte Flanke von mir... Das ist so dumm. Meine rechte Flanke ist gerade zusammengebrochen und da war mein General dabei. Oder drin. Und das war nicht so gut. Okay, oh nein. Ja, nee. Das kann ich vergessen. Ich hätte zwar sehr viel von ihm mitnehmen können. Aber nee, das war zu. Der hat den befreit. Wow. Interessant. Das ist höchst interessant. Der hat den einfach mal befreit. Der will mich doch verarschen. Ja. Ja. Das da macht mir gerade Sorgen. Wenn ich noch zwei Nahkampf-, also Hopliten hätte, okay. Aber so, nee. Habe ich keine Chance. Rückzug! Ah, den wollte ich ja töten, ne? Ah, okay. Es ist an der Zeit, dass wir wie Männer miteinander sprechen. Wir können unsere Schwerter beiseite legen, um ein paar Worte zu wechseln. Ha. Aber nein, mache ich nicht, weil ich brauche den
Ja. Nee, aber nee, eigentlich nicht, weil ich brauche das, um hier vorzudringen. Also ich könnte natürlich auch hier eine Militärbasis machen und dann von da auf. Aber in der will mein Klientel werden, also das heißt, die Provinz habe ich dann schon mal sicher. Ja, komm. Ja. Wieso bin ich jetzt wieder nicht vertrauenswürdig? Das macht hier überhaupt keinen Sinn. Forschung abgeschlossen, Feind ist verwundet. Erlass annulliert. Nahrungsmittelknappheit. Wieso? Hä? Ah, okay, das war einfach nur verbuggt. Wieso bin ich jetzt nur noch das macht sowas von gar keinen Sinn. Willkommen! Sprech! Eure Rede Mistfeld. So. Dann machen wir wenigstens Handel mit denen. Seid gegrüßt. Die sind dumm, die wollen keinen Handel machen. Okay, dann mit denen gehe ich auf jeden Fall dann. Hier zurück. Was gerade echt seltsam ist, weil ich minus 12 Nahrung habe plötzlich. Das macht sehr viel Sinn. Den mache ich zum Strategen. Das macht außerordentlich viel Sinn. Eine Geheimaktion, das ist gut. Oh. Kinder bekommen. Das ist auch gut. Und ein Nahkampfangriff. So. So, dann mache ich hier Nahrung. Wieso habe ich jetzt plötzlich so viel Nahrungsmiese? Letztes Mal hatte ich doch voll viel Nahrung, oder? Oder bin ich da gerade falsch informiert? So, was machst du denn? Das ist gut. Okay. Oh! Ah, okay. Ich dachte gerade, das wäre Rang Gold. So. Das kann ich trotzdem noch machen. Durch Charaktere. Das ist voll in Ordnung. Hier mache ich mal Fischerdorf. Hier mache ich. Kann ich noch nicht. Okay. Wie sieht's denn hier aus? Nächste Runde mache ich das. Da klaue ich ein bisschen was. Hier gehe ich jetzt nach Sparta rüber. Ah, der hat. Ah, super. Der hat es aufgegeben. Das ist sehr lieb von ihm. So, hier baue ich gerade eine
Flotte für Tyros. Okay, jetzt muss ich halt nur schauen. Minus 4. Ja, ich mache jetzt mal alles auf Nahrung. Panem. Hier. Achso, ja, das mache ich ja gerade schon. Sorry. Hier kann ich noch Panem machen. Das war's, glaube ich. Hier kann ich noch Panem. Okay, das sind 16 Nahrung jetzt. So. Und wir sind schon wieder bei 30 Minuten. Gut, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen und ihr seid das nächste Mal wieder dabei. Und nicht vergessen, am Donnerstag oder jeden Donnerstag ab 3 Uhr spiele ich Rome Total War 2. Also, höchstwahrscheinlich. Also bis jetzt war es immer so. Gut, ja. Bis dann, macht's gut, bye bye.